mein lieber Herr Babbel, wir reden über Cristiano Ronaldo. Lange hieß es, möglicherweise Man City sei dran. Jetzt geht er zu den Red Devils, zum Erzrivalen. Was war Ihre Reaktion, als Sie von der Rückkehr des verlorenen Sohnes an Old Trafford gedacht, als Sie es gehört haben? Genau das, was doch viele Ex-Spieler oder Mitspieler von ihm geschrieben haben, er ist wieder zurück. Ja, das passt ja auch. Also es hätte jetzt in meinen Augen nicht gepasst, wenn er zu Man City gegangen wäre. Dafür hat er eine viel zu enge Bindung zu United, hat alles gewonnen mit ihnen, was zu gewinnen gibt, hat eine Ära geprägt, ist zum Weltstar in United geworden. Und das hätte ja überhaupt nicht gepasst, wenn er zu City gegangen wäre. Das hätte wehgetan. Also Man City hätte wehgetan, aber mal grundsätzlich, ist es die richtige Entscheidung, von Ronaldo zu wechseln? Also finanziell ist klar, da gibt es ein schönes Handgeld obendrauf und das Gehalt wird nicht schlechter sein. Aber gewinnt man mit Juventus im Zweifel nicht eher die großen Titel als mit Manchester United? Also bei allem Respekt Juventus gegenüber, aber Man United ist schon nochmal eine andere Hausmarke. Das ist ja eigentlich der Club in England, vergleichbar mit Bayern München hier in Deutschland, so ist Man United in England. Und sie warten jetzt, glaube ich, seit 2013 haben sie das letzte Mal die Meisterschaft gewonnen, sehr, sehr lange auf die Meisterschaft. Und das war eigentlich ein Selbstverständnis. Aber eben mit der Ära Ferguson ging da auch so ein bisschen was kaputt. Es hat sehr, sehr lange gedauert, um wieder ja wettbewerbsfähig zu werden. Jetzt mit Ole Gunnar Solskjaer, den haben sie jetzt mal machen lassen. Er war ja auch immer hart an der Kritik, wo ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Er hat jetzt ist Zweiter geworden in der Liga, natürlich hinter den Lokalrivalen. Aber Man United will wieder zurück an die Spitze. Und wenn du natürlich so einen Spieler wie Ronaldo bekommen kannst, dann war das klar, dass sie alles dafür unternehmen. Ronaldo war ja auch nicht mehr glücklich in Juve. Man hat wahnsinnig viele Aussagen, aber auch von Offiziellen gehört, ehemalige Präsidenten, wo gesagt haben, ja, es war ein Fehler, ihn zu holen, er hat zu viel Geld gekostet. Ich glaube, es ist eher geschuldet an der Pandemie. Das hat Juve extrem wehgetan, dieses massive Gehalt, was Ronaldo da bekommen hat. Und ich glaube, das war jetzt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Juve, glaube ich, ist nicht unfroh, dass er gegangen ist. Cristiano Ronaldo ist happy, dass er wieder zu United kommt, und United ist happy, dass sie eben einen fantastischen Spieler jetzt nochmal bekommen. Natürlich etwas im Alter, aber sie haben ja auch viele junge Spieler wie Rashford, wie Greenwood, wie Lingard, die wahnsinnig viel von ihm lernen können, weil ich habe ihn leider nicht trainieren können oder dürfen. Aber was man so hört, ist er ja höchst professionell, und das ist vielleicht dieses Mosaiksteinchen, wo Man U jetzt noch braucht, um dann wieder ganz oben anzugreifen. Wir wollen uns mal einen kleinen Zahlenporno gönnen. Da es sich um Zahlen dreht, können wir das auch morgens um 11 hier bei Bild durchaus machen. Haben wir ein paar Zahlen vorbereitet. Cristiano Ronaldo, da wird einem wirklich schwindelig, wenn man sich die Karrieredaten mal anschaut. Also nicht, dass man es nicht vorher schon wusste, aber schon wirklich spektakulär. Gerade wenn man sich die Zeit bei Real Madrid anschaut, wirklich spektakulär. Bei Manchester damals noch als etwas jüngerer Spieler, noch nicht mit der unfassbaren Quote von fast einem Tor pro Spiel. Das könnte sich ja möglicherweise jetzt ändern. Lassen Sie uns einmal, Herr Babbel, auch auf den Blick des Vereins gucken. 500.000 Euro Wochengehalt. In England wird immer in der Woche bezahlt. Also 2 Millionen pro Monat, das sind schon irre Zahlen. Und nur 25 Millionen Ablöse. Dieses Gesamtpaket, wird sich das für Manchester United am Ende des Tages auszahlen? Ich meine, die Merchandising-Artikel werden ja in den Himmel schießen. Ja, die Ablösesumme werden sie mit Sicherheit durch Merchandising wieder hereinbekommen. Ob sie das Gehalt reinbekommen, das mag ich mal zu bezweifeln. Aber nochmal, er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der nicht nur in einer Liga unglaublich performt hat, sondern er hatte immer wieder diesen Mut, eben auch in andere Ligen zu gehen. Von Man United nach Spanien zu gehen, von Spanien nach Italien zu gehen. Und jetzt kommt er wieder zurück. Also das ist schon à la Bonheur, was er da geleistet hat. Und die Frage wird sein, sie sind definitiv konkurrenzfähig. Also das war nochmal ein Ausrufezeichen. Also klar, die Experten, die Trainer, die dass Man United immer eine gute und ordentliche Band auf dem Platz hat, aber jetzt eben mit diesem, ja, mit dieser Ausnahmeerscheinung nimmt vielleicht auch den gewissen Druck von anderen Spielern, ja, der zieht ja doch wahnsinnig viel auf sich. Und das ist natürlich die große Möglichkeit für die anderen, in diesem Schatten da groß zu werden, zu wachsen, um ihre Gefährlichkeit dann eben auch zu zeigen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Schachzug definitiv ein guter war.
Aber die Saison wird es zeigen. Und wenn er fit bleibt, bin ich überzeugt, wird er auch in Manchester seine Tore machen. Aber das kann ich jetzt natürlich schwer voraussagen.